Top-Qualität und das auch noch zu einem erschwinglichen Preis, das verspricht uns hier die Firma Tronsmart und ob das wirklich so ist, das wollen wir heute rauskriegen. Die Leistungen sprechen ja mal für sich mit 30 Watt RMS-Leistung, Bluetooth 5.0, damit das Ganze störungsfrei und stabiler ist, Qualcomm-Prozessor, natürlich nach IPX7, wasserdicht und jede Menge Akkulaufzeit mit 15 Stunden. Im Lieferumfang finden wir ein USB-C-Kabel und ein Klinkenkabel. Mehr ist leider nicht dabei, weder Schnellstartanleitung noch irgendwelche Handbücher. Mit 40 cm Länge ist das AUX-Kabel relativ kurz ausgefallen, meiner Meinung nach. Und das sieht beim USB-C-Kabel leider nicht viel anders aus. Also ein Ladestecker ist hier im Lieferumfang nicht dabei. Der Lautsprecher selbst ist gummiert und hat die Form eines Zylinders auf der Art, also er ist nicht komplett rund, sondern ihr seht, das geht hier rauf. Ja, also ein eigenwilliges Design, wenn man hier es so sagen möchte. Und hier finden sich dann die Ein- und Ausschalter, die Lautstärkeregelung, die Bluetooth-Taste zum Koppeln und hinter der Öffnung, das schauen wir uns jetzt auch an, hinter der Öffnung finden wir den USB-C-Anschluss zum Laden und den AUX-Eingang. 15 Stunden wird hier die Akkulaufzeit angegeben, dafür müsst ihr das Ganze nur 3 Stunden laden, also eine sehr sehr lange Akkulaufzeit mit 15 Stunden. Das Ganze im Stereobetrieb, das sehen wir hier, plus zusätzlich kann man hier bis zu 100 Lautsprecher von selben Modell miteinander koppeln, das verspricht uns hier Tronsmart. Der Lautsprecher ist hier nach IPX7 wasserdicht, das heißt, es macht ihm nichts aus, wenn ihr damit in den Regen geht. Die Koppelung ist relativ einfach, wir schalten den Lautsprecher mal ein. Power on. Speaker Mode. So, ihr seht hier. Also, ihr habt es schon gehört, die Lampe blinkt, ready to connect. Wir nehmen unser Smartphone. Gehen hier in den Einstellungen, Bluetooth, jetzt wird der Lautsprecher mal gesucht, wir haben ihn schon. Your phone is connected. Also, wir sind schon connected, wird Zeit für den Lautsprechertest. Wir werden uns jetzt mal den Originalton anhören, dazu halte ich den Lautsprecher an mein Mikrofon. Kommen wir zu einem Fazit, der Klang ist recht passabel, leider enttäuscht das fehlende Ladegerät genauso wie die Einstellungsmöglichkeiten. Ich habe hier keinen Equalizer, wo ich hier etwas einstellen könnte. Aber um diesen Preis ist er wirklich sehr sehr gut, im Moment kostet das Ganze jetzt auf Amazon um die 59,99 €, wie gesagt, Preis ist sehr gut dafür, durch die lange Akkulaufzeit, Bluetooth 5.0, ich kann 100 Geräte miteinander koppeln. Wo ihr das Ganze bekommen könnt, in der Videobeschreibung. Wenn ihr dazu Fragen habt, verwendet doch unsere Webseite. Wollt auch ihr euer Produkt auf unserer Webseite vorstellen, dann verwendet unser Kontaktformular. Technikbauer sagt Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.